Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play S4 League. Wir sind hier in einem Siege-Game und es lag gerade ein bisschen und ja, ihr seht, das Prinzip ist sozusagen ein Capture the Flag. Das heißt, wir müssen hier diese Punkte erobern. Es geht, wer zuerst 250 Punkte hat, also wir sind noch, ja, ich sag jetzt mal, ziemlich am Anfang. Ja, ja, ist das laut. Noch ziemlich am Anfang vom Game. Bam. Und ja, ich spiele mit meinem Drittcharakter. Mit dem möchte ich hier ein bisschen abgehen. Und das ist aber nicht, das hat nicht funktioniert. Die Waffen, die ich dabei habe, ich habe auf der 1 die Smash Rifle, wie das wie beim letzten Chaser. Auf der 2 einen Spydagger und auf der 3 eine Dual Magnum. Oh Gott, ich bin schon fast tot. Ja, die Dual Magnum, da muss ich noch ein bisschen üben. Sie ist eine, ja, ich weiß noch nicht ganz, wie die Waffe funktioniert. Das wird schon. Weißt du was? Ich mach das so. Ich habe gar nicht geguckt, was die Gegner für einen Rang haben. Nice! Man kann sogar, wenn man beide Maustasten klickt, so einen Jump... Oh, shit! Einen Jump-Shot machen, was... Don... Okay, wir haben hier nur Amateure, Semi-Pros und einen Pro in meinem Team. Also ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Oh, shit. Ja, ich bin weg. Wow. Und hier als Skill habe ich das Binding dabei. What the fuck. Bäm. Bekomme ich jetzt was? Was ist das? Ein Punkt erhalten. Ja, es gibt ab und zu noch solche Teiler, die... Oh, shit. Die runterfliegen. Die kann man dann... Oh, fuck, ich bin ein... Ja, gut. Ja, noch ein Leben, das war klar. Die geben dann entweder Punkte oder sonst irgendwas. Ich glaube, Heilung gibt es auch was. Es ist unfair, die sind 5 und wir sind 4. Nee, da will ich nicht kämpfen. Hier zum Beispiel hier, das gibt Leben. Ja, SP vollständig wiederhergestellt. Ja, das ist... Ja, das wäre natürlich schön, wenn die jemanden hätten, der sitten würde, weil es ist ein 5 gegen 4. Da haben wir natürlich nicht wirklich eine Chance. Den haben wir jetzt erobert. Ah, das ist zum Nachladen. Oh, fuck. What? Wie hat mich das denn getötet? Okay, sie haben... Oh Gott, sie haben 40 Punkte Vorsprung. Sag mal, willst du mich verarschen? Kann nicht sein, dass ich die nicht einmal getroffen habe. Ja, deshalb, wenn man nur einmal in der Woche S4 League spielt, kann man natürlich nichts reißen. Da ist ein Gegner. Ja, genau. Von hinten, oder? Ah, oh, eine Training Homing Rifle. Ich will den Charakter wechseln, aber es geht leider nicht. Oh, wir haben wieder zwei Cores.
Ah ne, mit Rechtsklick macht man den Jump Shot. Oh, ich hab ihn! Ohoho. Got him. Hier direkt mal nachladen. Bisschen Heilung wäre auch lieb. Ja, da konnte ich nicht mal mehr meine Ketten machen. Hm. 10 Punkte habe ich nur. Das ist gar nichts. So, ich gehe mal zum Core 3. Tja, da haben wir mal gar nichts getroffen. Wer macht denn da so Damage? Ja, plus 11% Attacke. Super. Da kannst du dich nichts machen. So, die 3 haben wir nicht mehr. Dann müssen wir schleunigst ändern. Haben wir dafür die 1 noch verloren? So. Mons die 1 wieder. Ja, keinen einzigen Treffer gelandet. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Bäm. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Ist da jemand? No, 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 no. Oh. Hol ich sie. Oh, der hat ein geiles Plasma. Oh, wir holen auf. Ich muss hier. Komm schon. Ja, das ist der mit den 11% Damage. Ja. Bin so gut wie tot. Ein Hit und ich bin weg. Null. Sie sind in den Tod gestürzt. Geht auch. Are you kidding me? Oh, ich habe einen Kill bekommen. Oh, wir holen auf. Wir holen auf. Jetzt ist 5 gegen 5. Das merkt man natürlich gleich. So, weg mit dir. Es gibt das. SP vollständig wiederhergestellt. Was ist das? 5 Penne halt. Oh. Komm schon. Ja, da habe ich natürlich keine Chance. Wahrscheinlich wieder. Ne, das ist eine normale Waffe gewesen. Core 3 verloren. Oh, jetzt haben wir fast Gleichstand. Mich verarschen denn? Ja, ich habe sie auch gekillt. Okay. Was hat Heilung bekommen? Jetzt sind es schon wieder 12 Punkte. Core 2 verloren. Nice! Ach, fuck me. Nice! Ja, es ist natürlich wieder 2 gegen 1 gewesen. Meine Chains treffe ich auch nie. Noch. Es wird ein knapper Endspurt. Ja, das verlieren wir. Das verlieren wir. Ja, fertig. Da war ein knappes Game am Ende, aber wir waren lange 5 gegen 4. Schade, schade, schade. Aber ja, was willst du machen, ne? Ich bin ja schon beim Rückstand reingekommen. Dann ist es halt so. Aber was es jetzt noch gibt? Kartentausch? Ne, ich brauche nur das S4-Logo. Was es noch gibt? Ich habe hier 1000 Pen.
So, und eine Coupon-Capsule. Die benutzen wir jetzt mal. 300 Pen und ein integrierter Coupon. Jetzt habe ich 4 Stück. Brauche ich noch 46. So, das Spider-Gag können wir verbessern. Ja, Arcade spiele ich nicht. So, ich nehme jetzt die Burst Shotgun. Hier können wir auch noch ein paar Sachen verbessern. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Zufällige Attacke plus 0 bis 1%. Rocket Launcher. Objektattacke, ja, das bringt mir auch nichts. So, also im nächsten Part spiele ich dann wieder mit meinem Main-Charakter, definitiv. Ich kann hier bei diesem Kollegen die Tupa-Sandalen anlegen. Was geben die? Plus 8 HP. Können wir auch noch gleich verbessern. 15.000 Pen, das kann verbessern, was ich will. Standzeitreduzierung, 2%. Okay. Also, das spielen wir dann das nächste Mal mit der Homing Rifle, dem Revolver und dem Counter-Sword und meinem geliebten Anchoring. So. Hier habe ich noch mehr. Nochmal 1000 Pen. Und noch eine Coupon-Capsule. Nochmal 300 Pen, okay. So, jetzt habe ich nicht mehr zum Einlösen. Gut, also. Das, war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.